Das hier ist ein kleines Souvenir, welches ich mir mitgenommen habe. Das ist eine kleine Machete. Und ja, jetzt werden sich einige fragen, wozu braucht eine Machete hier in Deutschland? Das ist ja völlig unnötig. Und die bessere Frage ist, was kann man mit einer Machete nicht machen? Und ja, ist halt für mich so ein kleines Andenken. Und ich möchte einfach ein bisschen üben mit der Machete, wenn ich da mal auswandere, dass ich da schon mal ein bisschen Erfahrung habe. Und das ist ja nicht schlecht, Fähigkeiten mit vielen verschiedenen Werkzeugen zu haben. Aber es soll jetzt nicht primär um die Machete gehen, sondern vielmehr um die Samen und die Kulturpflanzen, die ich jetzt von Costa Rica mitgenommen habe. Die möchte ich jetzt einfach mal zeigen. Und natürlich auch so ein bisschen die Bäume und die Voranzucht, die ich meinem Vater überlassen habe, möchte ich euch auch natürlich gerne in diesem Video zeigen. Die ersten Pflanzen stehen bei mir im Zimmer. Natürlich die Pflanzen, die ich verlassen habe. Also hier zum Beispiel, das ist jetzt die Sapote Negro. Die bildet schokoladenähnliche Früchte oder beziehungsweise die Früchte schmecken nach Schokolade und haben auch diese Konsistenz von Schokolade. Das hier, also viele Pflanzen, hat meine Mutter, hat sich darum gekümmert und es ist halt so, dass sie hat zwar gesagt, dass sie gegossen hat, aber sie hat sie halt recht wenig gegossen. Also sie hat halt ungefähr so viel gegossen, wie man eine Aloe Vera, sondern diesen Einblatt gießen muss. Und auch die Aloe Vera hat ziemlich darunter gelitten. Also als ich hergekommen bin, sind viele Pflanzen vertrocknet gewesen und sie hat anscheinend nur ein bisschen gegossen. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Cherry Moya, die hat komplett ihre Blätter verloren. Das ist eine. Die andere ist hier weiter vorne. Kann man jetzt wegen dem Licht schlecht sehen, aber die hat es jetzt noch ein bisschen besser, ist weggekommen. Also die haben normalerweise so ausgeschaut. Ich schaue einfach mal, wie dann die sich wieder entwickelt wird. Ich habe sie jetzt gut gegossen. Hoffe, ja, sie wird. Ach, die wird schon wieder. Und hier vorne, das ist die Guanabanana oder Graviola, heißt sie auf Deutsch. Das ist jetzt die größere Form von der Cherry Moya, ist auch so eine Stachelanone. Dann hier unten die zwei Pflanzen, die habe ich von Costa Rica mitgenommen. Das sind zwei Orangen oder Zitrusfrüchte, die ich aus Costa Rica mitgenommen habe. Die habe ich dort drüben keimen lassen. Und die Pflanzen habe ich dann hier mitgenommen. Und da hinten, das war die Pfirsich, aber ja, wie gesagt, die hat auch eine starke Trockenheit erlitten. Und mal schauen, ob sie auch wieder wird. Dann hier vorne die Kirsche, glaube ich, hier. Die war auch zunächst sehr vertrocknet, hat es aber dann auch wieder nach reichlich Gießen gut überstanden. Dieses Gewächs hier oben, ich glaube, das waren Tomaten. Zuerst dachte ich, das wäre winterharter Eukalyptus, aber das sind Nachtschatten, das sind Tomaten und ich weiß nicht, welche Sorte das ist. Die waren mit dem Kompost drin und ja, ich glaube, ich werde die mehr oder weniger nicht benutzen, weil die ziemlich stark vergeilt sind. Und hier drüben, das sind jetzt die hintere Pflanze, die habe ich aus Costa Rica mitgenommen. Das ist eine Avocado, das ist die Colosso Avocado oder Avocado Booth. Das ist diese grüne große Avocado, die sie auf der Farm gehabt haben. Und die Pflanze, die war halt unter einem Avocado-Baum dort schon als Kern ausgesäumt. Und den habe ich jetzt aber mitgenommen. Hier, das ist jetzt eine Avocado, die ich vor meiner Reise in die Erde gesteckt habe, einen Kern. Das ist auch ziemlich groß geworden, hat auch natürlich unter der Trockenheit gelitten. Und hier sind zwei Eichen in dem Töpfchen, natürlich auch wieder vertrocknete Blätter und die Erde ist auch nicht recht gut. Und das ist jetzt auch eine Avocado, Avocado Hass, habe ich auch von der Farm, ebenso über der Avocado Booth von einem Kern unter einem Baum. Und hier unten, das ist jetzt auch meine erste Bananenpflanze. Das ist die Banane Monsana. Also die bildet halt kleine Früchtchen und schmecken nach Apfel. Deswegen auch der Name Monsana, heißt nämlich auf Spanisch Apfel. Und die sind wirklich sehr süß und ja,
habe auch schon reichlich gegossen, die hat ziemlich viel auf der Reise abbekommen, aber sie wird sich schon erholen. Und hier habe ich ein bisschen Zwiebeln schon in der Voranzucht. Das ist die Sorte Stuttgarter Riese. Und ja, mal schauen. Das soll einfach ein kleines Experiment sein. Ich habe auch schon im Herbst die Steckzwiebeln rein. Aber ich möchte einfach mal das ausprobieren, weil viele andere Gartenkanäle oder Gärtner Zwiebeln vorziehen und dann später in der Saison ja, Zwiebeln knollen bis zu 1 Kilogramm pro Knolle erhalten. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Hier im Wohnzimmer an der Südseite, perfekt, jetzt ist die Sonne rausgekommen, sind auch schon die ersten Voranzucht oder Voranzüchte. Hier, das sind jetzt Paprika, Chili und Auberginen und die hat sich mein Vater gekümmert, schon im Januar die Samen reingesetzt und die wachsen jetzt hier ziemlich gut vor sich hin. Auch hier haben wir die Erde mit Anzuchterde und unserem eigenen Kompost gemischt. Und im Kompost waren natürlich auch wieder ein paar Tomatenpflanzen und die sind jetzt recht stark gewachsen. Aber sonst im Allgemeinen bin ich recht zufrieden, was mein Vater für mich gemacht hat. Es sind einige schöne Paprikas und Chilis mit dabei, die schon recht kompakt sind. Und ja, jetzt kommt schon langsam immer mal die Sonne raus. Wir haben aber trotzdem noch als Unterstützung die LED-Lampen, damit die nicht zu stark vergeilen und in die Höhe wachsen. Aber das ist schon im Vergleich zum letzten Jahr wesentlich besser, wesentlich besser. Momentan ist hier unten im Keller unsere ja, große Hauptvoranzucht. Also das Gewächs, was jetzt noch ein bisschen zu kalt ist, einerseits für die Keimung und für Paprikas, Chilis und Auberginen, ist es noch zu kalt. Also wir haben noch ein paar Frostnächte zu erwarten und die Paprikas, die Chilis, die sind halt doch sehr wärmebedürftig. Aber hier, das sind jetzt auch wieder alles Paprikas, Chilis und Auberginen. Auch wieder zig verschiedene Sorten. Und da hat auch mein Vater schon so die ersten Schilder gemacht. Das ist jetzt die türkische Gewürzpaprika. Das ist die Bambino Aubergine. Kann man jetzt nicht so gut lesen. Zum Beispiel eine Aubergine, die man in Kübel gut ja, aussehen kann oder pflanzen kann, bildet recht kleine Auberginen. Und das ist jetzt die Paprika Emerald Giant, ist so eine große Blockpaprika und ich habe hier jetzt auch neue Sorten mit reingemischt. Die habe ich mir letztes Jahr besorgt. Also das kannst du euch einfach mal überraschen, wenn es soweit ist, wenn die, ja, die ersten Früchte sich bilden. Vorne sind auch wieder Paprikas und hier, das sind auch wieder Zwiebeln. Das ist auch die zwei vorne, sind wieder die Stuttgarter Riesen und dahinter sind lila Zwiebeln. Das ist die Sorte Rosalunga di Firenze. Kann man jetzt nicht so gut lesen, sind aber so lilane Zwiebeln und dann, was ich noch aus Costa Rica mitgenommen habe, das habe ich jetzt hier zum Beispiel oben. Ein paar Papayasamen, die jetzt hier vor sich hin trocknen. Hier sind in der Tüte sind jetzt zum Beispiel Cherimoya. Das ist so ein Zimtapfel. Ja, auch ein paar Kerne zeigen. Also, die hat zum Beispiel eine andere Freiwillige, die war an der Pazifikküste, die hat dann so einen komischen Zimtapfel gegessen, so ähnlich wie die Carambola, so eine Sternfrucht. Und die hat die mir dankensnetterweise mitgebracht. Und ja, dann habe ich hier noch Granatapfelsamen. Das war jetzt Granatapfel, die recht süß sind, also die waren nicht so die gewöhnlichen roten Granatäpfel, die wir hier in Europa kennen. Das waren so handgroße orangene Granatäpfel, die recht süß waren. Also die waren ziemlich süß, aber da habe ich auch ein paar Bilder auf Telegram gemacht und auch auf meiner Facebook-Seite, glaube ich, hochgeladen. Muss ich mal schauen. Und hier in der blauen Tüte, da habe ich einen Haufen
voller Graviola-Samen. Also, so wie die kleine Pflanze habe ich wieder einen Haufen mitgenommen, werde ich auch ein paar vorziehen. Cherimoya hat dieselben Kerne, also selbe Form, ist einfach nur die gleiche Frucht mit. Ja, ist einfach nur kleiner. Hier auf der Fensterbank habe ich dann noch die letzten Samen, die ich mitgenommen habe. Das sind alles so Plastiktüten. Das sind jetzt hier zum Beispiel Mangos. Hier das sind Orangen oder andere Zitrusfrüchten, Clementinen, Mandarinen. Die kleinen Kerne hier, also das Restliche sind Avocados. Das sind jetzt hier die kleineren Kerne, das sind die Avocado Hass. Und die großen, wie man sie hier sehen kann, das sind jetzt die Avocado Colosso oder auch Boost genannt. Habe ich hier auch sehr viele Samen mitgenommen und mal schauen, werde ich ein paar vorziehen, Bäume züchten, kann man immer wieder machen, ist eine schöne Sache. Das ist jetzt ein kleiner Einblick in meine aktuelle Voranzucht gewesen und auch konnte ich mal ein bisschen sehen, was ich aus Costa Rica alles mitgebracht habe. Und die nächsten Tage werde ich dann noch unten auf dem Feld Puffbohnen aussehen, beziehungsweise ist auch die dicke Bohne auch genannt. Muss ich aber schauen, also ich werde dann die nächsten Tage runtersetzen. Wird noch bei uns in der Region wird es noch Frost geben, deswegen werde ich noch ein Vlies drunter legen, aber es sind nur einzelne Tage und das wird dann noch bis Ende März gehen, aber ich möchte sie halt schon ein bisschen davor schon raussehen. Und dann werde ich auch noch nächste Woche einige Salate noch vorziehen. Blumenkohl, Brokkoli, Spitzkohl, Rotkohl, das ganze Kohlgewächs sowie Tomaten. Tomaten werde ich auch schon anfangen, weil ich ja natürlich den Folientunnel und ein Gewächshaus habe. Dann kann ich die schon im April raussetzen und da habe ich auch schon jede Menge Sorten und da will ich auch noch einiges vorbereiten. Könnt ihr auch sehr gespannt sein. Da auch wieder eine sehr große Voranzucht und sonst wenn noch ein Hochbeet im Paradieschen aussehen. Aber ja, das sind jetzt so einige Pläne, meine Voranzucht gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wieder so ein kleiner Einblick in meine Permakultur aus Deutschland, was sich alles so getan hat. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr kein neues Video von mir verpasst. Und sonst wünsche ich euch auch viel Spaß und Freude in eurem Garten, in eurer Anzucht und viel Harmonie. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.